Ja, Likörchen. Ach, Rede. Ja, ich habe auch keine Zeit jetzt. Komm rein. Lappen, Lappen. Oh je, was ist Hast passiert? Du mal Lappen? Ja, sag ich dir gleich, Lappen. Ja, Moment. Ja, schnell doch. Es ist aber auch nicht zu fassen. Da komme ich gerade vor meinem Laden, will hier rüber, gehe ja über Stadtpark. Und ja? Wo trittst du rein? Oh, nee. Ja, in Hundescheiße. Überall nur Hundescheiße. Kann ich das mal wieder geben? Oh. Das ist ekelhaft. Ja, kommt nicht. Das ist ja überall nur... Hoch, wenn ich da ein bisschen dreckig mache, macht ja nichts. Ne? Wischt ja eh durch, oder? Überall nur Hundescheiße. Der ganze Stadtpark voller Hundescheiße. Kennst du ja gar nicht. Gehst du auch mal durch den Stadtpark? Ja, ab und ja, zu wenn mal, du mal ja. Zeit hast. Ne? Wenn ich mal Zeit habe. Nein, also wie gesagt, ich aus dem Stadtpark und erste, zweite, dritte Mal direkt rein. Direkt rein. Und das bei den wunderschönen Schuhen, die ich gerade anhabe. Nagelneu. Ja. Ja, teuer waren sie nicht, aber neu sind sie. Sehr schön. Auch ja, für den Schock und Likörchen. Was? Ja, ein kleines Likörchen. Jetzt wurde gerade noch was. Deswegen bin ich eigentlich hier hingekommen. Ach so. Da kannst du mir mal mit, was mich dann aus der Ruhe bringt hier. Nee, du weißt, also... Also, nicht so klein. Ja. Entschuldige. Mein Gott, also. Ja, das ist genau richtig. Schreib doch mal irgendwas drauf, dann weißt du doch, wie es ist. Oder was du nehmen musst. Ede? Zum Beispiel, wer hat denn so verkehrt? Nein. Nee, also wie gesagt, da rennst du durch den Stadtpark. Danke, Schätzchen. Stößchen, da muss ja auch mal sein, ne? Also rein in die Kacke von den... Hunden, da sind ja tausend, die müssen ja auch irgendwo hin, die Hunde, das geht ja nicht alles. Die müssen ja irgendwo laufen können, da läuft ja alles. Hunde, Kinder, aber was passiert? Überall läufst du in Scheiße rein, im Sandkasten Scheiße, Kinder in der Scheiße. Ja, ist es dann ein Wunder, dass dann die Stadt sagt, der Hundesteuer muss erhöht werden? Also für mich ist es kein Wunder, deshalb will ich auch gar keinen Hund haben. Nicht? Nein, ich will keinen Hund haben. Mir reicht das schon, der kleine Winfried, was? Nee. Nein, noch einen, der zankt sich doch mit dem Kleinen hier von der, wie heißt sie denn, Frau Surbier. Ja. Bringt sie den immer noch Emilie Surbier. Oh. Er hat es mir jetzt gesagt, ihr Zweitvorname. Emilie Surbier. Oh, wie schön. Flieda ist ja Norwegerin, also halb Norwegerin. Ach. Wusstest du gar nicht. Nee, wusste Sieht ich gar nicht. Sieht man auch im ersten Augenblick auch gar nicht. Nee. Ach nee, sie kommen aus Norwegen. Nee, sie jetzt nicht. Aber ihr Vater, damals Norwegen, damalige Zeit, Mutter noch rübergehoben und sie hier geboren. Trotzdem Norwegerin. Ich dachte, da sehen sie gar nicht nach aus. Nee. Nee. Hat sie auch gesagt, nee. Ich sag, nee. Hat sie denn einen deutschen Pass? Ja, so genau kenne ich sie jetzt natürlich nicht. Weißt du nicht, ob die einen deutschen Pass hat? Sie redet sehr flüssig. Ich glaube aber schon. Ja? Doch. Aber um drauf zurückzukommen, sie sagt, sie gehen doch auch immer mit ihrem kleinen Köter durch den Stadtpark. Ja, das mache ich auch. Ich sag, und? Haben sie mal ein Handschuhchen dabei? Hätte sie ja immer. Ja, ich sag, das sieht man. Ich sag, so viele Leute, die da keine Handschuhe dabei haben, das geht gar nicht. Und deshalb auch die Hundesteuer. Selbst in Schuld. Habe ich zu ihr auch gesagt. Sind sie selbst in Schuld? Ja. Ja, so ist das, Ede. Da war sie ein bisschen angebrannt. Ja, hat sie Pech gehabt. Ne? Ja, nun. Muss man doch mal so sehen. Ja, das sicher. Ja. Ja. Aber wo will man auch hier hingehen? Wo denn? Mit dem Hund. Mit der Hunde. Ja, ich wüsste nicht. Darum habe ich auch keinen Hund. Aber die Leute brauchen ja auch Bewegung. Sie sagt ja, sie müsste ja wegen Bewegung, der kleine Hund, Bewegung, hier und da. Man sieht ihr jetzt nicht an, dass sie sich bewegt. Also der Hund schon, ihr nicht. Nein. Ja, da kannst du mal sehen, Ede. Oh, der hat aber auch einen Bewegung. Der hat aber richtig viel, oder? Das ist ja gut, Ede. Das ist also was ganz Neues, oder? Nö, das ist so, was ich immer hab. Ehrlich? Ja. Och. Ja. Das ist aber, ach, das will ich aber... Das war Leckeres. Nein, sie sagte, man müsste sich ja bewegen. Ja, ich sag, warte, bewegen. Lesen Sie da auch mal Zeitung. Hast du auch gelesen in der Zeitung? Was denn? Ja, die Remscheider werden alle zu dick. Das habe ich gelesen. Ja, ist doch klar. Ich sag, wo sollen sie auch hier hin? Natürlich werden sie alle zu dick. Machen ja gar nichts. Wo willst du auch hingehen hier? Fitnessstudio? Ein Fitnessstudio? Wie viel hast du denn hier an Fitnessstudios? Also ich wüsste vielleicht von zwei. Ich bin ja auch selbst auch in einem Fitnessstudio. Ja. Bist du tatsächlich? Ja, ich gehe aber nur auf Laufband. Ja? Ja. Bisschen mal hin, weil, ja, ich gehe auf Laufbahn, da laufen ja viele mit, da kannst du dich lecker unterhalten bei dem Laufen. Also nicht walkst viel du eher, anstatt zu laufen? Nein, auf dem Laufen, was ist denn Walken? Nee, also langsamer gehen, also schnelles ja. Gehen. Nein, ich laufe da, das heißt doch Laufband zum Laufen und nicht Gehband. Ja, du. Nee, das mache ich nicht. Und kannst du dich noch unterhalten, wenn du läufst? Ich kann mich immer unterhalten. Ja, das denke ich mir. Ob ich laufe, ob ich schneide, ich unterhalte mich immer. Schön. Das ist überhaupt für mich gar kein Thema. Nimm doch die Frau Surbier mal mit. Die Frau Surbier war mal mit gewesen, gesehen, das wäre für sie gar nicht zu viele Leute, nicht intim genug. Oh! Ja.
von den Teammates, der versteht es ja auch nichts. Da habe ich gesagt, nee, dann lassen Sie das auch mal. Nee, aber wo willst du auch hingehen? Du hast, glaube ich, zwei von diesen Studios hier. Aber was machst du noch Sport? Ja gut, du hast hier jetzt Stadtbad, da kannst du noch mal ein bisschen Sport machen. Aber macht ja keiner. Nee. Machst du denn auch Sport? Aber nur ein bisschen. Aber wenn ich mal Zeit habe, ich komme ja hier auch nicht so gut raus. Und ein bisschen Sport hat der. Wie wird der Verein? Man kann in den Verein gehen, das wäre doch auch mal was. Ja, Vereinssport. Ja, bei welchem Verein denn hier? Ja, was kannst du denn machen? Rollhockey. Ach, Rollhockey. Rollhockey zum Beispiel. IGR, so heißen sie doch. Rollhockey. Ja, richtig. Soll ich dir was über IGR sagen? Hast du gelesen? 6-0 verloren. Ja, ich habe es gelesen. Und 9-1. Und 9-1, ja, super gut. Das ist ja unser Aushängeschild. Ich glaube, sind wir überhaupt so gut wie im IGR, wenn wir davon gut reden können? Früher waren wir immer gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Früher waren wir die drei großen Ws. Ach ja. Weil, Walsum und wir. Da waren wir noch mehr. Wer ist denn Walsum? Egal. Aber heute, ich sehe ja sehr schwarz. Aber gut, also blau, ja, die sind ja blau. Aber die waren, gut. Das ist ja schon Aushängeschild gewesen. Ja, einen nehme ich noch. Gut. Aber nur, wenn du natürlich wieder mal einen mitnimmst jetzt, wo du gerade sagst, du hast ja Feierabend. Einen kleinen trinke ich mit. Ja, du nimmst natürlich dann einen kleinen. Ne? Das ist ja ganz typisch wieder für dich. Ja, und du trinkst ja immer nicht aus. Aber ja, da kommst du auch so schlecht dran da unten. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Nein, also du warst ja eher so ein Fan von der IGR gewesen, oder? Meine ich zumindest. Ja, bin ich auch immer noch. Aber ich komme ja leider hier nicht raus, wenn ich hier arbeiten muss am Wochenende. Wann soll ich mir die Spiele denn angucken? Hast du nicht mal Mitglied, aktives Mitglied? Nein. Aber gespielt hast du selber ja nicht. Nein. So, was sagst du, was machst du jetzt sonst noch als Sport? Gar nichts. Hier hinter der Theke stehen. Ja, richtig. Du gehst doch nicht mal so ein Fitnessstudio. Nein. Ach. Nein, gehe ich auch nicht. Mein Sport ist der Erwin. Ach, der Erwin. Was macht denn der Erwin? Da habe ich geistlichen Sport. Der macht doch gar keinen Sport. Wenn der weg ist, dann sage ich dir. Der redet doch mit dir gar nicht. Wie ich das schon jetzt mal. Der redet doch kein Stück. Ja, aber das, was er sagt, reicht mir. Und er schnarcht. Schon wieder? Das schläft doch hier immer ein. Wie gesagt, mich stört das Schnarchen ja überhaupt gar nicht. Prost. Ja, habe ich schon vorher. Aber der nächste geht auf mich jetzt. Prost dann, ne? Prost. Der hat aber trotzdem viel. Er ist ein anderer. Er ist auf jeden Fall ein anderer. Ich merke doch schon. Nicht, dass er jetzt nicht lecker wäre. Hör mal, wo ist überhaupt der Löwe? Wo hast du denn den Löwen hingelegt? Toll, da hast du den Löwen, dann hast du ihn jetzt schon wieder weggetan. Hier ist er, guck doch mal, hier steht er heute. Ach, herrlich. Heute steht er hier. Hast du ihn jetzt absichtlich dahingestellt? Naja, ja. Der stand doch hier wirklich jetzt richtig gut. Ja, weil der Erwin, du kennst doch einen Erwin, aber ich stelle ihn auch gerne wieder hier hin, guck. Der ist ja immer noch nackig. Ja, aber ich finde den schön, wenn er nackig ist. Ich hab dir doch gesagt, den kannst du mal richtig schön machen. Hier riecht mit der Vene und alles. Vene? Mene meine ich natürlich. Da kannst du richtig schön machen. Aber Vene hat er vielleicht auch. Hat er den Anklang gefunden hier? Oh ja. Da kommen die Leute. Er ist recht beim Erwin. Der hat sich ja mit dem unterhalten, oder kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Endlich hat er mal jemanden, mit dem er sprechen kann. Naja, ich sag dir. Ja, mit Erwin habe ich einfach nicht viel zu tun. Ich bin auch froh, dass das kein Kunde von mir ist. Ach du, ich könnte dir ja mal. Nein, Männerhaarschnitte mache ich nicht, schon lange nicht mehr. Keine Männerhaarschnitte? Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Du nimmst ja nichts ein bei Männerhaarschnitten. Verdienst ja nichts, ne? Nee, da machst du gar nichts. Dann nicht mal ein paar Frauen, die sind ruhig. Ich kann reden, man kann zuhören, man erfährt und auch was. Die Männer sagen ja auch überhaupt gar nichts. Ja, das ist wohl wahr. Die erzählen vielleicht mal, wie du in einer Eckkneipe war und wie der und der gespielt hat. Ja, was interessiert mich das? Oder wie man Beverly war. Ach, Beverly ist ja abgebrannt worden. Schade, oder? Das ist, nee, ich weiß nicht, ob ich das schade. Ich war früher sehr gern da gewesen. Also, du warst in Beverly? Ja, wo ich jünger war. Ein bisschen angenehmer. Was machst du denn in Beverly? Ich hab da getanzt. Nein. Ja, na sicher habe ich da getanzt. Also ganz normal. Also das war noch in Beverly, bevor das Beverly war. Weil das jetzt ja gar nicht mehr ist. Nein, das ist ja jetzt abgebrannt. Aber vorher war ja das Beverly ein ganz normaler Tanzladen. Da habe ich gedacht, ach, tanzte mal. Ein Tanzladen? Ja. Sehr schön. Du gar nicht, ne? Später wurde aus dem Tanzladen ja auch ein zusätzlicher Bewegungsladen raus, ja. Ich fand's sehr schön. Ich war ja nie drin gewesen, nein. Ist ja nicht später meine. Später nicht mehr. Gott nicht. Nee, das war nichts für mich. Waren nicht so viele Frauen, ne? Ja, sehr viele. Ja, Männer trauen sich da nicht rein und Männer müssen jetzt fahren. Das geht ja gar nicht. Das ist so. Nee, das ist so. Und da habe ich gesagt, nee, da willst du auch gar nicht mehr rein. Dann bin ich dann runtergefahren, weil auf Schloss Burg war doch dieses, wie heißt dieses Hüttenfest? Nee, nicht Hüttenfest, dieses alter Markt, da wo die alten Ringe kriegst und alles. Alter Markt kenne ich aus Köln. Nee, du meinst Schloss Burg, Markt, nicht Bazar. Oben. Oben. Wo die immer die ganzen, du weißt doch, was Kunst- und Handwerkermarkt, weißt du vielleicht? Da wollte ich nämlich direkt morgens hin, fahre die Traverse da runter, brennt. Ich sage, nee, der Beverly abgebrannt. Sieht traurig aus. Ja, was machen, mach Update. Das war ja eine gut gehende Location. Oh, ich sag dir das. Also da waren also einige auch, wo ich kannte oder meinte, die da gewesen sind. Ehrlich? Nicht persönliche kannte, weißt schon. So ganz so inkognito. Ja, so muss ja nicht gewesen sein, gestimmt und was auch alles. Aber ich habe da gesagt, verdammt,
Was, wo geht ihr denn jetzt hin? Wo gehst du denn hin? Stößchen. Meinst du, wird nochmal neu aufgebaut? Ja, sicher wird dann aufgebaut. Mhm. Ja, sicher. Haben sie ganz groß wieder vor, richtig mit Glas und alles. Also nicht durchsichtig, wäre blöd. Oh, ich fände es schön. Kannst du auch von draußen ein bisschen gucken? Ach, gerne. Ha? Ja, kostet ja dann kein Eintritt dann, ne? Kannst du schön beim Campingstuhlchen, kannst du dich draußen auf die Straße setzen. Das ist schön, so ein kleines. Ja, da gibt's doch mal eine Idee, da können wir nach vorne bringen jetzt sogar. Ne? Erzähl das doch mal der Frau Suhrbier. Die kennt doch hier wieder wen und hast du nicht gesehen, das wäre doch mal was. Ja, die Frau Suhrbier war ja jahrelang Kundin da gewesen. Ich sage jetzt mal ganz ohne. Die war jahrelang da Kundin gewesen. Das glaube ich nicht. Ja. Ehrlich? Ja, da ist ja auch so ein Club noch nebenan, da hat sie sich da so ein bisschen verkluppt. Also so ein paar Club nebenbei verdient. Nee, da ja, weiß ich nicht. Kann man dabei verdienen? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Es hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich sag, womit? Ich sag, wie denn? Du kennst Frau Suhrbier, wie die aussieht. Ja, ja. Da fragst du doch, nee, wie. Ich dachte, als Klofrau vielleicht. Nein, die war da schon ganz intensiv. Dabei? Die war da schon. Nicht, dass ich das jetzt wüsste. Also, die war da. Die wollte immer. Sie will sich, aber sie lässt sich bei mir ja auch nicht komplett raus. Aus. Das macht Lassen. Sie nicht. Nee. Macht sie nur zu Hause bei ihrem Mann. Sehr schön. Ach, die ist. Ach. Ja. Das wusste ich jetzt wiederum gar nicht. Das habe ich mir gedacht. Ja, aber die Frau Suhrbier war ja noch nie hier gewesen, oder? Nein. Aber bringen Sie doch mal mit. Guck mal, weißt du was, das nächste Mal kannst du mal ein Löffelchen geben. Mein Gott, ja. Also das nächste Mal sage ich ganz einfach, komm doch mal mit. Ja. Da lernst du mal die Tina kennen. Richtig. Leckerchen. Da kannst du auch mal ein Eierlikörchen nehmen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die trinkt. Nee. Essen tut zu viel. Also trinken, glaube ich. Tja, werden wir rausfinden. Hoffe ich doch.